denke, dass die Sehschulen, dass die Augentrainer eine ganz wichtige Aufgabe übernehmen können, sollen, die Augenärzte nicht leisten können. Sie haben nicht die Zeit, diese Hinwendungsmöglichkeit. Sie können dem Patienten nicht das Wahrnehmen beibringen, nicht das Sehen von Dingen, das Wahrnehmen der Welt schulen. Da fehlt ihnen die Zeit, da wollen sie lieber anderes machen. Ich denke, dass eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, die allein die Sehtrainer übernehmen können, dass sie mit den Menschen arbeiten, dass sie auch die seelischen Hintergründe mal ansprechen, die häufiger Ausdruck der Sehstörung sind. Wenn es nicht schlimmste Krankheiten sind, sind ja oft sehr viele Sehstörungen da, wo eben auch seelische Hintergründe dahinter sind. Und ich finde, dass auch in Augenkliniken Sehtrainer arbeiten sollten. Mhm.